Preis. Eis essen 5 Euro. Was? Ich habe mir nicht meine 81 Euro hier hart erarbeitet, um sie dann hier so sinnlos für ein Eis rauszuhauen. Okay, was kann ich hier? Kann ich mich da einfach ins Kino reinstehlen? Der kann hier Karte kaufen, ne? Einkaufen hier. Um ins Kino zu relaxen, musst du erst eine Eintrittskarte für einen Film deine Wahl kaufen. Nö, alleine gehe ich jetzt nicht. Das soll gefälligst mir mein Boy kaufen. Wo ist er überhaupt? Mein Traumboy. Warum hängt er hier nicht? Wo ist er denn dann? Ich habe mir doch den Surferboy ausgesucht. Der muss doch irgendwo sein, Leute. Was ist hier? Hier kann ich Klamotten kaufen. Ah ja, wie cool. Ah, einkaufen. Boah, guck mal, wir gucken mal, was es so gibt. Was? Ich habe noch nicht freigeschaltet. Oh mein Gott, ich kann nichts kaufen. Okay. Oh, Geschenke. Lol, man kann Skateboard-Taschen mit coolem Design. Ich kann da für den Boy, kann ich da ein Geschenk kaufen? Ist das sehr ernst? Wo, was zur Hölle? Ah. Psychotest. Nee, jetzt gerade nicht. Hey, hör mal auf, hier so rum zu vibrieren. Was kann ich denn da einkaufen? Frisuren kann ich da kaufen. Und Make-up. Und Maniküre. Und Geschenke. Waschlotion und Pickelabdeckstift. Oh ja. Oh, sie sieht so traurig aus. Warum sieht sie denn so traurig aus? Was ist denn mit ihr passiert? Was habe ich nur angestellt? Irgendwas muss ich doch getan haben. Sonst wäre sie nicht so traurig. Mach dir nicht irgendwann mal zu. Ich meine, es ist 9:30. Oder habt ihr den ganzen Tag 24/7 offen? Ich helfe meiner Mama mit den Taschen. Wie lieb von dir, mein Schatz, dass du mir hilfst, die schweren Einkaufstüten zu tragen. Krieg ich dafür Geld? Nicht, ne? Mama gibt mir kein Geld, oder? Hä, das hat mich Geld gekostet? Was? Was ist nur mit Pauline los? Und warum kann ich nicht schlafen gehen? Es ist doch schon spät. Speichern mal. Ich weiß zwar nicht, warum. Ist das jetzt gespeichert? Und wann kann ich schlafen? Ich meine, irgendwann muss ich doch schlafen. Ich will jetzt nicht den Psychotest machen. Ich will nicht lernen. Ich will mich nicht umstylen. Ich will einfach nur ins Bett und schlafen. Ich will auch meine Freundin nicht anrufen. Ich will nicht Musik hören. Ich will wissen, was ich zu tun habe. Ich muss doch irgendwas machen. Leute, ich muss doch irgendwas machen. Aber was? Aber was? Was muss ich? Muss ich in den Park? Keine Ahnung, was ich machen muss. Ich glaube, ich habe irgendwas vergessen, was ich machen soll. Also ich habe irgendwas nicht beachtet, irgendeinen Tipp oder irgendwas. Komm, wir gehen jetzt mal mitten in der Nacht in den Park. Die Herzen bringen wir doch auch nichts, oder? Vor allem, die kommen ja immer wieder. Wie viel soll ich davon noch einsammeln? So, wo geht's? Du hast genügend Herzen gesammelt, möchtest du für einen Traumtipp umstellen? Nein. Jetzt wird's wieder auf Null resettet. Damit kann ich meinen Traumtypen umstylen. Ich wollte es aber gar nicht machen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist nur dafür da, damit ich meinen Traumtypen umstylen kann. Nur dafür habe ich das. Und da hinten kann ich am Seil Dings rumspielen. Da kann ich mich ausruhen, vom vielen rumlaufen. Ich habe jetzt tatsächlich 20 Herzen eingesammelt, damit ich den umstylen kann. Und für was anderes ist das nicht da. Da kann ich trainieren, ne? Das ist schon ziemlich cool. Oder was ist das hier? Trimm dich Pfad. Laufe durch den Parcours. Okay. Ich glaube, ich bin zu schlecht. Wo geht's denn hier lang? Ich glaube, ich habe schon gefailt. Ach so. So, ah. Ah nein, ach so. Aha, ich muss da oben drauf laufen. Aha. Oh mein Gott, das hat ja ganz schön gedauert. Wow, wow, wow. Was muss ich machen? Ja, was muss ich machen? Ach so. Aha, okay. Ah.
Und jetzt? Okay. Wow. Super geil. Da hinten laufen Leute. Komm, wir verfolgen sie mal. Was ist jetzt? Okay, jetzt ist der Tag von alleine weitergegangen. Habe ich nicht irgendwann Schule? Ach doch, Schule hatte ich jetzt anscheinend, oder? Aber was muss ich machen? Was muss ich nur machen? Ich glaube, ich muss da irgendwo hinfahren. Ich glaube, ich muss irgendwo hingehen. Komm, wir gucken jetzt nochmal alle Locations an, die ich hier so besuchen kann. Also wenn wir jetzt da durchgehen, also da kommen wir ins Einkaufscenter, ja? Da kann ich mir nichts freischalten. Da kann ich arbeiten. Und was ist jetzt, wenn ich da hinten geradeaus gehe? Also ich möchte auf jeden Fall meinen Boy nicht umstylen. So. Aber wenn ich hier hin, geht's ja in die Stadt? Oder zur Schule? Oder was? Genau, zur Schule. Da war ich ja auch schon mal. Da geht's zum Einkaufscenter. Aber hier kann ich doch auch nichts machen. Ah, da. Da habe ich eine Aufgabe. Ist schon die ganze Zeit so? Warum ist die denn rot? Warum ist das Ausrufezeichen rot? Hi. Ist das mein Traumboy? Das ist mein Traumboy. Hallo. Kann ich dir helfen? Oh nein. Oh nein, das ist ja mein Traumboy. Freude, Smalltalk, Ausrede, Freude. Hi. Wahnsinn, meine beste Freundin hatte recht. Du bist es wirklich. Ich hab dich wiedergefunden. Ich habe zwar keine Ahnung, wovon du sprichst, aber das kannst du mir sicher noch erklären. Ich muss jetzt leider zum Training. Komm doch danach nochmal vorbei. Okay. Oh, ich hoffe, das war nicht so peinlich. War das peinlich? Leute? Ich glaube, es war peinlich, oder? Ich hätte mich nicht so sehr freuen sollen. Ach, verdammt. Und zu welchem Training geht er? Ach, ich weiß nicht. Was macht er? Ich weiß nicht. Ich habe doch den Sunny Boy, nicht den Skater-Typen, ausgesucht. Oder was macht der für ein Trainer? Hier, das ist der Skaterboy-Typ, ne? Boah, da kann ich skaten. Jawohl. Jawohl. Boah, wie sie abgeht. Boah, ich bin der derbste Skater. Hi, na? Hi. Training? Was für ein Streberwort. Hier ist Abhängen angesagt und coole Moves zeigen. Okay. Alles klar? Alles klar. Alles klar. Diese Rampe steht da ein bisschen dämlich. Na, egal. Gut, also das Abhängen angesagt. Ach, ich weiß nicht. Ach, jetzt bin ich hier unten. Nein, jetzt muss ich... Ach, da, okay, da ist eine Leiter, die ich hoch kann. Eine Treppe. Okay, aber mein Traumboy ist jetzt nicht da. Wo ist er nur? Er ist beim Training. Ich will da auch hin. Und was ist das hier? Einladung verteilen. Nee, ich will jetzt keine Einladung verteilen. Das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Ich bin gerade zu verwirrt wegen meinem Traumboy. Mann. Ich muss ihn doch unbedingt finden. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich ihn genannt habe. Oh, was ist hier los? Was kann ich hier machen? Jobs. Wo? Okay, da kann ich ja voll viel Zeug machen. Zeitung austragen, Auto waschen. Ah, da sehe ich meine Statistik. Im Café aushelfen, was das bringt. Ah, da kann man sich anscheinend Klamotten freischalten lassen oder wie oder was oder wer. Ah, okay, ich verstehe. Hallo? Bücherausleihe? Da kann ich mir Bücher ausleihen. Die geheimen Filme des Herrn B. Kriminalroman. Von vielen Zwergen und Zauberinnen. Geschichte aus der Fantasiewelt. Gesammelte Werke deutscher Dichter. Warum sollte ich das tun? Das Milchmädchen. Hä? Was? Ich will jetzt kein Buch ausleihen. Lesen, ich würde es auch nicht lesen. Informieren. Ja, komm, wir informieren uns mal am PC. Ich weiß zwar nicht über was, aber wir informieren uns auf jeden Fall mal. Weil Information ist always nice. Okay, okay. Jetzt bin ich auf jeden Fall derb informiert. Ich dachte, ich könnte hier in der Bibliothek noch aushelfen, aber na gut. Da vorne ging es auch noch irgendwo rein. Schauen wir mal, was wir da machen können. Wo ist jetzt der... Na, du? Alles klar bei dir? Stehst so ein bisschen da komisch da und guckst in die Wand. Oha. Oha, kann ich hier einen Auftritt machen? Das ist ja hier so irgendwie die Aula von dem, ne? Boah, Tanzchoreografie. Geil. Yeah. Aha, oh yeah.
Oh yeah, ich tanze viel geiler als in der Disco rechts. Ja, ja, rechts. Ich schwing die Hüften nach rechts und nochmal nach rechts und jetzt nach oben. Oh, und nach oben, meine Freunde, und noch einmal nach oben. Oh, die Choreografie war himmlisch. Das war einfach nur wunderbar. Fantastisch. Prima. So. Stolzier nicht so rum, du Zicke, echt, du Arrogante, wie sie da rumläuft hier, als wäre sie was Besseres, ist sie aber nicht. Tu auch nicht mit deinen breiten Schultern. Ihr seid alle nichts Besseres als ich. Oh nein, das braucht ihr gar nicht denken. Du auch nicht. Du siehst aus wie so ein Lehrer. Oh, ist das mein Traumboy? Ist er da beim Training? Kann ich da Fußball spielen? Oh nein. Nein, das ist nicht mein Traumboy. Es ist ein anderer Boy. Halt! Hier dürfen nur Sportler durch. Bist du eine Sportlerin? Ja. Hm, dein Outfit sieht jedenfalls nicht danach aus. Was? Ich bin ja wohl eine super heiße Sexy-Sportlerin mit meiner knappen Jeans. Du Blödi. Oh nein, ich komme da nicht rauf. Ich will mit euch allen reden. Ah, ich will mit euch reden, aber ich habe keine Sportsachen. Wo kriege ich denn jetzt Sportsachen her? Oh, guck mal, ich kann mit den allen reden. Du lässt mich nicht durch. Was bist du nur für ein Unmensch-Türsteher hier? Schau, siehst du das? Siehst du das? Bam, das wirst du niemals bekommen. Weil du so ein unfreundlicher Arsch bist. Ne? Und wird meinen freundlichen Arsch niemals... Nein, nein. Ich hätte schon gern sportliche Klamotten, damit ich weiß, was da abgeht. Das finde ich jetzt schon ein bisschen ärgerlich. Aber ich konnte ja in der Mall nichts kaufen. Wo mag der jetzt trainieren? Tja, ich habe keine Ahnung, wo ich den finden kann. Wo mag mein Boy denn jetzt sein? Oder er ist doch da und ich muss mir so Fußballklamotten holen irgendwo. Versteht er? Dass ich jetzt da irgendwie mitmachen kann, brauche ich irgendwie Geld. Und ich muss die Jobs machen, damit ich irgendwie mir Klamotten holen kann. Ich verstehe dies nicht so ganz, was ich tun soll, darf, muss, brauch. Sie erzählt mir jetzt bestimmt wieder einen vom Pferd oder vom Kinofilm oder sowas, meine Lieblingsnachbarin. Ne? Und? Kaufst du dir den weißen Mantel oder nicht? Ach, ich weiß nicht. Meine Mutter sagt, Weiß ist viel zu empfindlich und dass man ihn vermutlich dauernd waschen muss. Aber er gefällt mir echt so gut. Der bestickte Saum, die großen runden Knöpfe und das Material ist ganz weich. Wie Fell. Ach, Menno, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Krasse Militärhosen. Ja, das Auto habe ich jetzt auch schon 400 Mal geputzt. Das ist halt einfach so ein bisschen so eine Sache, weil ich weiß halt auch nicht, ich kann jetzt noch so viele Aufgaben machen, wie ich will. Muss ich denn einfach jetzt, brauche ich Sportklamotten? Habe ich nicht vielleicht zu Hause noch eine Trainingshose im Schrank? Da müssen wir jetzt mal nachgucken. Ansonsten muss ich halt echt wirklich noch in die Mall gehen und mir da noch was kaufen im Einkaufscenter. Aber ihr habt ja gesehen, in dem Laden, da gab es keine Klamotten für mich zum Kaufen. Die muss ich mir erst freischalten, oder? Und wenn ich das in der Bibliothek richtig eingeschätzt habe, ja, dann muss ich mir die Sachen durcharbeiten, irgendwie freischalten und dann kann ich mir die kaufen. Ich bin nicht sicher, ob das richtig ist, so, aber... Tja... Warte mal, jetzt lernen wir noch mal kurz. Vielleicht ist ja dann unser Boy wieder da. Dann können wir dann auch... Warum lerne ich nicht zu Hause, nicht in der Schule? The life. Tu nicht so, als wir lernen, so anstrengend, Mädchen. Wie steht's eigentlich um mich da? Was ist das? Was ist denn das? Das links Sonne? Was heißt denn das? Spaß, oder was? Heißt das Spaß hier, der obere da? Wieso weiß ich denn nicht, was ich zu tun habe? Ah ja, ich habe schon... Bisschen habe ich schon Lauf mit ihm... Habe ich schon provoziert, ne? Ein bisschen Bildung habe ich auch schon provoziert. Aber ich glaube, darauf steht der nicht so. Der Boy. Der Sunny Boy-Typ. Da muss ich, glaube ich, irgendwas anderes. Da weiß ich nicht, ob ich da Intelligenz haben muss. Da muss ich irgendwas anderes aufbauen. Was wollte ich jetzt tun? Was wollte ich denn jetzt tun? Ich glaube, ich gehe da wieder zurück. Weil...
soll ich den sonst finden? Er hat gesagt, er ist ja... Ich weiß auch nicht. Wo kann denn der noch sein? Vielleicht doch auf dem Sportplatz? Da müsste ich ja noch voll viele Aufgaben erledigen. Ne? Da ist er, glaube ich, nirgendwo, oder? Da kann ich nur chillen und mich entspannen. Ich glaube, ich gehe nochmal aufs Schulgelände. Wenn er da nicht ist, dann gehen wir nochmal in die Mall. Und dann machen wir dann noch so ein paar Jobs.